So, schönen guten Abend, Bernhard Scharf. Ich begrüße Sie nochmal zu einem neuen Pneumo for Coffee to go. Heute wieder Covid, heute wieder Professor Welte. Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht dazu zu sagen. Ich hatte Herrn Welte gebeten, noch mal ein paar Fragen zu beantworten in Bezug auf die Omikron-Therapie. Wir hatten da gerade schon ein bisschen drüber geredet. Im Prinzip ist ja so, Omikron macht nicht mehr so oft schwer krank. Gleichwohl gibt es Einzelne, die krank werden können, und es gibt Medikamente, die, wenn man frühzeitig diese einsetzt, den Verlauf vielleicht verbessern können oder nicht nur vielleicht, also sehr wahrscheinlich. Also die antivirale Therapie. Es gibt einmal wieder die monoklonalen Antikörper. Ab morgen haben wir sie wieder in der Klinik verfügbar, zumindest in Dortmund. Dann gibt es Remdesivir, was wir schon seit über einem Jahr kennen, und einzelne Tabletten, Molnupiravir. Ich glaube, jetzt hat wieder Herr Loddenkemper. Okay, dann muss ich noch mal kurz die Freigabe des Teilnehmers beenden. So, einzelne Tabletten, Molnupiravir, eine Tablette, die man nehmen kann. Und demnächst kommt ja wahrscheinlich Nirmetrelin-Ritonavir-Kombination, Paxlovid. Frage ist, wenn wir das jetzt alles haben, welche Patienten sollen denn überhaupt behandelt werden? Also welche sind denn so stark gefährdet, dass sie so krank sind, dass sie wegen der Omikron-Erkrankung im Krankenhaus oder sogar auf Intensiv landen? Lassen Sie mich zunächst mal drei ganz kurze Worte zur Epidemiologie sagen und was ich mir jetzt erwarte. Und man kann doch ganz gut nach Großbritannien sehen. In Großbritannien ist es so, dass dort die Omikronwelle abflacht. Aber man muss das auch mit einer gewissen Einschränkung sagen. Also Großbritannien war in Spitzenzeiten vor 10 Tagen auf einer Inzidenz um die 2000. Und jetzt fällt die Inzidenz langsam ab. Heute ist sie in England als dem größten Land im Vereinigten Königreich 900. Aber der Abfall ist deutlich geringer als in den Tagen zuvor. Und ich rechne damit, dass sich Großbritannien auf einer Inzidenz zwischen 500 und 700, das wird einfach das sein, was bleibt. Selbst mit der 2000er Inzidenz hat es keine Überlastung sowohl der Normalstationen als auch der Intensivstationen gegeben. Es hat einen leichten Anstieg der belegten Normalstationsbetten gegeben, aber mit dem Problem behaftet, dass man hier nicht zwischen Covid-krank und SARS-CoV-2 positiv unterscheidet. Und Sie können sich das ja mit einer einfachen Mathematik selber berechnen. Ich sage Ihnen mal die Zahlen für Hannover. Wenn Sie eine Inzidenz von 2000 haben, dann heißt das, dass Sie bei 100 Patienten, die Sie neu aufnehmen, zwei positive im Schnitt haben müssen. Wir haben an der MAH etwa 350 Neuaufnahmen am Tag stationär. Und das bedeutet natürlich, dass man bei der Inzidenz, die herrscht, mit Sicherheit 7 positive aufnehmen wird. Das ist natürlich ein bisschen dadurch moduliert, dass immer noch viel mehr Jüngere erkranken als Ältere. Die Deutschland-Inzidenz in der Gruppe der Grundschüler ist heute 2300. Also das zeigt so ein bisschen, wo da der Trend ist. Aber natürlich müssen wir Menschen sehen, die einen SARS-CoV-2-Nachweis haben. Und eine der Charakteristika der Omikron-Welle ist, dass Omikron sehr wenig pulmonale Symptomatik macht. Es sind überwiegend andere Symptome wie Fieber beispielsweise, auch Durchfall tritt deutlich häufiger auf und dass wir sehr wenig Menschen mit respiratorischer Insuffizienz sehen. Wir sehen solche, vor allem Immunsupprimierte. Auch hier muss man wieder sagen, für Omikron, Impfung schützt eindeutig. Der Unterschied zu den vorherigen Wellen ist, die Zweifachimpfung schützt weniger als die Dreifachimpfung. Das liegt daran, dass mit jeder Variante, die jetzt neu gekommen ist, die Wirksamkeit der Impfstoffe ein wenig zurückgegangen ist.
Sie ist für Alpha schlechter wie für die Wuhan-Variante, für Delta schlechter wie für Alpha und für Omikron jetzt schlechter wie für Delta. Man kann aus den israelischen Daten hochgerechnet sagen, wir haben etwa einen 70-prozentigen Schutz vor Infektion. Wir haben aber mit Dreifachimpfung einen deutlich über 95-prozentigen Schutz für schwere Erkrankungen und respiratorische Insuffizienz. Insofern kann man schon mal zusammenfassen, Impfung ist ein vernünftiges Prinzip, Drittimpfung ist ein vernünftiges Prinzip und ich greife auch hier schon mal vor, ob Viert- oder Mehrfachimpfungen noch irgendeinen Effekt haben, das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten wollen, aber durchaus ein bisschen skeptisch sehen. Hier müssen wir eine gewisse Zeit verstreichen lassen, eine Viertimpfung zu nah an einer wesentlichen positiven Effekt bringen. Und damit komme ich zu Ihrer Frage. Wir werden also Omikron-kranke Patienten haben, aber die überwiegende Mehrzahl wird leicht bis maximal moderat krank sein. Und diese Tatsache ist wichtig, wenn man sich vor Augen führt, welche Medikation man nimmt. Zunächst einmal, alles, was Sie genannt haben, bekommen wir im Moment, weil das Bundesministerium für Gesundheit diese Substanzen eingekauft hat. Und zum Beispiel für das Molnupiravir, das Lagrevio, hat die Bundesregierung 80.000 Therapiedosen gekauft. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass wir heute 130.000 gemeldete Infektionen haben, wird klar, dass wir nicht jeden behandeln können und nicht jeden behandeln wollen. Und wir können überhaupt diese Behandlung nur auf die Hochrisikogruppen konzentrieren. Und die Hochrisikogruppen, das ist nicht jemand, der einen Hypertonus hat, nicht ein Diabetiker und auch nicht jemand mit einem Body-Mass-Index von 32. Hochrisiko sind die transplantierten Patienten, von denen wir wissen, dass sie eine sehr schlechte Impfantwort haben. Man kann über den Daumen gepeilt sagen, dass etwa 50-60% der Transplantierten keinen ausreichenden Impfschutz aufbauen. Es sind vor allem die hämatologischen Tumorpatienten mit hämatologischen Erkrankungen unter zytoreduktiver Chemotherapie oder vor zytoreduktiver Chemotherapie. Und es sind die Patienten mit Autoimmunerkrankungen, wenn sie eine B-Zell-depletierende Therapie wie beispielsweise Rituximab bekommen. Wir wissen zwar, dass die durchaus eine T-Zell-Protektion entwickeln. Wenn man keine B-Zellen mehr hat, kann man keine Antikörper mehr produzieren. Aber eine T-Zell-Antwort ist da. Aber das Risiko der B-Zell-depletierten Patienten für eine schwerere Covid-19-Infektion auch unter Omikron ist hoch. So, jetzt komme ich zu den einzelnen Therapien. Wir haben drei virostatische Prinzipien. Das altbekannte Remdesivir, das in den Pragmatic Trials, Solidarity und dem Discovery Trial von Inserm keine Effektivität gezeigt hat. Aber inzwischen gibt es drei Manuskripte mit Real-Life-Daten aus Amerika, wo das weiter in großen Mengen gegeben worden ist. Und da sieht man doch einen deutlichen Effekt, wenn man das Remdesivir frühzeitig einsetzt. Und frühzeitig einsetzt heißt, solange noch eine hohe Viruslast besteht und die eigene Immunantwort nicht greift. Und deshalb ist Remdesivir für 3 bis 5 Tage gegeben, durchaus in Hochrisikogruppen eine Alternative, die man benutzen kann. Es muss natürlich, und das macht es im ambulanten Bereich schwierig. Dann kommt das Molnupiravir, Lagrevio, eine Substanz,
die oral gegeben werden kann. So einfach ist das auch nicht, denn es sind 2x4 Tabletten über 5 Tage, also 8 Tabletten am Tag, insgesamt 40 Tabletten, die eingenommen werden müssen. Die Effektivität dieser Substanz, dort gibt es eine Publikation im New England Journal of Medicine, ist nicht überragend. Sie gibt einen gewissen Vorteil, aber es ist kein Durchbruch in meiner Sicht. Sie verhindert etwa die Hälfte der schweren Verläufe. Die positive Botschaft ist, Molnupiravir wirkt bei Omikron. Es wirkt bei Omikron besser als bei Delta. Deshalb kann man es hier ganz eindeutig einsetzen. Die negative Botschaft ist, die Substanz ist teratogen. Sie geht in keinem Fall bei Schwangeren und sie geht auch nur nach negativem Schwangerschaftstest bei Frauen im gebärfähigen Alter. Ansonsten sind die Arzneimittelinteraktionen gering. Dann wird in der nächsten oder übernächsten Woche PF1332 kommen, Paxlovid, ein Kombinationsvirustatikum, das eine antivirale Substanz, Nibdramimib, und das altbekannte, aus der HIV-Therapie bekannte Ritonavir kombiniert. Das Ritonavir ist dort nur zugefügt, damit die Konzentration der Wirksubstanz des Protease-Inhibitors nach oben geht, weil man andererseits den Protease-Inhibitor selber aus Stabilitätsgründen nicht hoch genug dosieren kann. Deshalb braucht man das Ritonavir. Das Ritonavir macht ein bisschen Nebenwirkungen. Es ist eine Substanz, die hepatisch eliminiert wird. Und hier gibt es Interaktionen mit vielen anderen Arzneimitteln. Und wenn Sie die Zielgruppe, die schwer Immunsupprimierten, nehmen, also die Transplantierten zum Beispiel, dann haben Sie hier vor allem mit Cyclosporin oder mit Tacrolimus erhebliche Interaktionen und müssen das durchaus gut monitoren. Nun muss das Paxlovid ebenfalls nur wenige Tage gegeben werden. Das reduziert wieder ein bisschen dieses Interaktionspotenzial. Vielleicht sollte ich ein Wort noch sagen, wann kann man die überhaupt einsetzen? Zugelassen durch die EMA sind die Substanzen 3 bis 5 Tage nach klinischer Symptomatik, wobei in dem Zulassungspaket die Positivität mit klinischer Symptomatik gleichgesetzt worden ist. Unsere Erfahrung ist, dass wenn Sie das später geben, über 7 Tage nach Beginn der klinischen Symptomatik hinaus, dann haben Sie praktisch keinen Effekt mehr. Meine ganz persönliche Einschätzung, das Problem ist ein bisschen, dass wir die Paxlovid-Daten nur aus Post kennen und es noch keine Vollpublikation gibt, aber das Paxlovid scheint etwas wirksamer zu sein als das Molnupiravir. Und dann haben wir die Antikörper. Problem: den Antikörper, mit dem wir die meiste Erfahrung haben, der Regeneron-Antikörper, also die Casirivimab-Kombination, ist bei Omikron überhaupt nicht wirksam. Interessanterweise hat die Herstellerfirma jetzt große Werbekampagnen in den USA geschaltet, um zu erklären, dass es doch wirksam sei, auch wenn es in vitro nicht wirksam sei. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass hier eine Wirksamkeit besteht. Das ist auch pharmakologisch gut begründet, weil die Rezeptoren, an die dieser Antikörpercocktail bindet, sind genau die Rezeptoren, die bei Omikron mutiert sind. Deshalb kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier eine Wirksamkeit besteht. Seit Freitag, und Sie bekommen das vielleicht sagen, steht Sotrovimab zur Verfügung, ein monoklonaler Antikörper von GlaxoSmithKline.
Dieser Antikörper hat andere Bindungsstellen als der Regeneron-Antikörper. Die sind nicht mutiert bei Omikron, sodass die Omikron-Wirksamkeit zu 100% erhalten bleibt. Allerdings ist das Kontingent, das die Bundesregierung eingekauft hat, ebenfalls sehr gering. Wir haben als MHH jetzt zunächst einmal 120 Dosen bekommen. Und auch hier kann man wieder sagen, das kann man in keinem Fall für jeden Patienten nehmen. Und auch hier muss man ganz streng auf Hochrisikokollektive konzentrieren. Bitte haben Sie bei den Antikörpern immer eins im Hinterkopf. Keiner der Antikörper hat tatsächlich eine nennenswerte Wirksamkeit gezeigt, wenn schon körpereigene Antikörperproduktion oder Antikörpernachweis durch Impfung bestanden hat. Deshalb, das ist rein pragmatisch und nicht durch Daten belegt, aber machen wir das so in Hannover, dass wir den Antikörper bei Transplantierten und bei den B-Zell-Depletierten auch ohne Antikörpernachweis benutzen. Bei anderen im Verlauf bestimmen wir zumindest zunächst ein Spike-Protein 1 IgG-Antikörper. Wenn die Antikörper schon deutlich erhöht sind, dann haben sie mit der Antikörpertherapie in der Regel keinen Erfolg mehr. Und es gibt eine weitere Indikation möglicherweise für den Antikörper, wenn Sie Patienten haben, die schon lange behandelt werden, Patienten sauerstoffpflichtig auf der Intensivstation und die bleiben hochgradig virusbelastet, also mit hohen CT-Werten bei der Viruslastbestimmung, weil sie aus Gründen ihres Immunsystems, ihrer Immunsuppression das Virus nicht loswerden, dann kann man einen solchen Antikörperversuch starten. Nennenswerte Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Allerdings, seit die Antikörper, und das gilt jetzt primär für den Regeneron-Antikörper, aber wird wahrscheinlich für alle gelten, seit die in größerem Umfang eingesetzt worden sind, haben wir so ein Antibody-Enhancement-Syndrom gesehen. Also in wenigen Fällen hat es Patienten gegeben, die unter der Antikörpertherapie ein klinisches Bild entwickelt haben, das einer schnell progredienten Covid-Erkrankung entspricht. Und wahrscheinlich sind das am ehesten die Patienten, die schon hohe eigene Antikörperspiegel haben. Es wird ein weiterer Antikörper kommen. Dieser Antikörper ist ACD7442, auch ein Antikörper-Cocktail. Der Handelsname wird Evasheld sein von AstraZeneca. Dieser Antikörper unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass er wesentlich länger am FCNR-Rezeptor bindet. Und damit bekommt man neutralisierende Antikörperspiegel für 6 bis 9, vielleicht sogar 12 Monate. Um diesen Antikörper hat es viel Diskussion gegeben, weil es sehr kontroverse Daten gegeben hat, ob er bei Omikron wirkt. Ich würde das momentan mal dergestalt zusammenfassen. Es gibt eine Wirkungsabschwächung. Auch dieser Antikörper ist ein Cocktail. Ein Bestandteil ist voll Omikron wirksam, ein zweiter Bestandteil eingeschränkt. Und deshalb wird dieser Antikörper wahrscheinlich in einer höheren Dosierung als der bisher vorgeschlagenen kommen. Der Antikörper wird eine interessante Indikation haben. Aufgrund seiner langen Wirksamkeit ist er in der Prophylaxe bei schwer immunsupprimierten Patienten ohne Impfantwort einsetzbar. Und das wird eine der wesentlichen Indikationen sein. Das geht mit den Antikörpern, die wir bisher haben, sonst eigentlich nicht. Die machen maximal für einen Monat neutralisierende Antikörperspiegel.
Und wenn Sie das in der Prophylaxe wollten, müssten Sie Monat für Monat das wieder erneuern. Und dazu haben wir gar nicht genügend Substanz im Handel. Für das Evershield führt das BMG gerade Gespräche. Und ich hoffe und erwarte, dass der uns Mitte Februar zur Verfügung steht. Ja, Herr Welte, vielen Dank. Das war schon ein sehr, sehr großer, guter Überblick. Ist, müssen wir davon ausgehen, dass wir doppelt so viel dieser Patienten haben, nehme ich an, und auch doppelt so viele Ressourcen bereithalten, um die zu isolieren, oder? Ja, also ich glaube, dass die Diskussion, die jetzt nötig ist, und ich selber bin ja kein Mitglied der Expertenkommission der Bundesregierung, aber ich weiß relativ genau, welche Diskussionen dort stattfinden. Ich glaube, dass die wesentliche Diskussion ist, ob die Hygiene- und Isolationsregime, die wir zu Recht für die klassische Variante Alpha und Delta gemacht haben, ob die für Omikron noch statthaft sind. Und wir haben an der Medizinischen Hochschule unsere Vorgaben hier schon geändert. Wir nehmen nur noch die tatsächlich pulmonal Kranken, die Sauerstoffpflichtigen, in den Isolationsbereichen auf. Und wir isolieren die Positiven, aber nicht erkrankten, auf ihren jeweiligen Stationen. Und wir haben jetzt etwa 3 Wochen Erfahrung mit diesem Vorgehen. Und interessanterweise, wenn man Personalinfektionen hat, dann kommen die so gut wie nie von Stationen. Sie werden immer im häuslichen Bereich erworben. Und natürlich ist Kinderbetreuung, Kinder haben hier einen Risikofaktor, weil bei den Grundschulkindern, aber auch bei den Jugendlichen die Inzidenz mit weitem Abstand am höchsten ist. Also das ist, muss man nochmal laut sagen. Also Sie isolieren nur die Kranken auf speziellen Stationen. Nein, wir isolieren die anderen auch, auf ihrer Mutterstation. Und ich sage Ihnen auch nochmal den Grund. In der Zeit, wo wir alle auf den Infektionsstationen isoliert haben, die Menschen sind ja dann aus einem völlig anderen Grund im Krankenhaus. Und sie, wir sind Internisten, wir können eben eine Hüftfraktur oder ein anderes Problem aus dem chirurgischen oder anders gearteten Bereich auch nicht perfekt versorgen. Und wir sehen durch die jetzige Politik, das bei den Nicht-Covid-Kranken auf der Mutterstation zu machen, im Prinzip eine bessere Betreuung der Grundkrankheit gewährleistet. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Das können sicher einige der Zuhörer auch gegenüber der Geschäftsführung vertreten. Gut, das zweite Intensivstation hatten Sie jetzt noch nichts zugesagt. Wie sieht das denn in 2 Wochen, 3 Wochen aus? Haben wir nicht da doch mehr Patienten wieder auf Intensivstation? Ja, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir auf Intensivstation noch immer nur Delta haben. Und wir haben gestern wieder einen beatmeten Patienten aus einer anderen Klinik übernommen. Da haben alle gesagt, jetzt wird es Omikron sein. Nein, es war wieder Delta. Also tatsächlich bei den Beatmungspflichtigen haben wir in Hannover haben nur Delta im Moment. Es gibt natürlich auch Omikron-Patienten mit einem schweren Verlauf, aber es sind sehr, sehr wenige. Und wenn man die Daten aus England sich ansieht, dann war es dort so, dass es zu keinem Zeitpunkt, selbst in der Zeit, wo sie 2500 Inzidenz hatten, einen Anstieg der Intensivpatienten gegeben hat. Sehr interessant. Also das ist ja schon auch sehr wichtig. Dann jetzt zu der Klinik. Sie sagten, prinzipiell sollte man natürlich die hochstark Gefährdeten behandeln mit antiviralen Medikamenten, transplantierte, hämatologisch Kranke und Autoimmunpatienten oder Patienten mit Autoimmunerkrankungen, die halt BCL-depletiert sind. Das ist ja klar. Da würde jeder dann halt eine Kombination oder eben das, was wir eben besprochen haben, machen. Was ist denn mit den ungeimpften über 60-Jährigen mit Risikofaktoren, die jetzt Omikron bekommen? Den würden Sie jetzt nicht behandeln oder wann behandeln Sie ihn mit antiviralen Medikamenten? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und das
Und wie lange reicht das und wird die Bundesregierung nachordern? Tatsächlich, rein faktisch, sehen wir im Moment ein bisschen stärkeres Signal des schweren Verlaufs bei den Ungeimpften. Aber das ist nur relativ schwach ausgeprägt. Und von daher ist das eine Entscheidung. Ich würde zum Beispiel eine andere Gruppe, die ich nicht genannt habe, noch vorziehen. Also dekompensierte Leberzirrhose ist ein ganz schlechtes Krankheitsbild für Covid-19. Die haben in der Regel einen sehr schweren Verlauf und die muss man wie Immunsupprimierte ansehen. Die würde ich zum Beispiel behandeln, aus Gründen der schlechten Krankheitsbilder, die wir gesehen haben. Bei den Älteren würde ich sagen, da würde ich so einen Kompromiss machen, aber das ist natürlich nur aus dem Bauch heraus. Die keine wesentlichen Grunderkrankungen haben, bis auf ein bisschen Hypertonus, die würde ich nicht behandeln. Die jetzt einen schweren Diabetes haben, schlecht kontrolliert, mit einer Reihe von Folgeerkrankungen und die ungeimpft sind, würde ich behandeln. Behandeln meinen Sie jetzt die Antikörper oder alles? Also auch Remdesivir, Paxlovid? Also ich meine, man könnte sich überlegen, würde ich für die hospitalisierten Patienten den Antikörper bevorzugen und würde die orale Medikation eher in den ambulanten Bereich hineinschieben. Aber natürlich gilt, die Antikörper können Sie nur geben, wenn Sie keine eigene Antikörperproduktion sehen, während Sie die antivirale Therapie unabhängig von der eigenen Antikörperantwort geben können. Ich habe gerade schon die Frage Schwangere gesehen. Die habe ich gerade gestern für unsere eigene SOP bearbeitet. Die Antwort ist, Molnupiravir geht gar nicht bei Schwangeren. Das ist eine teratogene Substanz. Das ist eine absolute Kontraindikation und da sehe ich auch keine Ausnahme. Für das Paxlovid gibt es keine Daten. Das ist wie immer, wenn Sie in der Schwangerschaft, Sie kriegen ja in der Schwangerschaft für Medikamente in der Regel keine Daten, dann können Sie das im Zweifelsfall als Heilversuch machen, aber Sie müssen aufklären, wie Sie für eine Studie aufklären müssen. Und dasselbe gilt für die Antikörper. Nun gibt es bisher keinen Hinweis, dass die Omikron-Variante in der Schwangerschaft, Delta hat das ja getan, Alpha hat das getan, aber für Omikron haben wir noch keinen Hinweis, dass es in der Schwangerschaft zu diesen schweren Verläufen kommt. Deshalb wäre ich da eher zurückhaltend. Okay, höchstens. Also wichtig für Schwangere, das bleibt dabei, die gehören geimpft. Und die gehören auch dreimal geimpft. Genau, das ist nochmal ein guter Hinweis. Nur man hat natürlich in der Situation, wenn der Patient jetzt kommt, ist er nicht geimpft. Oder Patientin. Genau. Vielleicht kann man ja bei Schwangeren auch noch andere Risikofaktoren mit dazuziehen, die hohe Gestationsalter, Übergewicht, Diabetes, Hypertonus. Wenn das alles vorliegt, hat man vielleicht nochmal einen anderen Punkt oder Stadium der Schwangerschaft, ob es zu einer Entbindung kommt und Ähnliches. Aber es ist dann halt wirklich besonders aufklärungspflichtig, auch der individuelle Heilversuch. Nochmal ganz kurz zurück zu den Ungeimpften mit einzelnen Risikofaktoren. Remdesivir, wenn die stationär aufgenommen würden, würden sie jetzt auch nicht primär geben. Nur Remdesivir hat man ja genug. Ne? Also das ist ja nicht zur Verfügung. Es gibt keine vergleichenden Untersuchungen. Hm. Und ich sag mal, die Molnupiravir-Daten hauen mich nicht vom Hocker. Deshalb würde ich da Remdesivir durchaus in Erwägung ziehen. Für die stationären Patienten, wenn die Patienten einen Grund haben, stationär zu sein, würde ich auch aus Praktikabilitätsgründen tatsächlich den Antikörper, also im Moment Sotrovimab, bevorzugen. Aber das ist eine sehr persönliche Meinung. Was man ja sagen kann, wenn 75% Zufallsbefunde sind, bei denen kann man doch per se abwarten, bis sie krank werden. Oder gerade wenn es jetzt diese Medikamente gar nicht zur Verfügung gibt.
Asymptomatische Patienten, also Covid-asymptomatische Patienten, außer jetzt die Transplantierten und diese Risikopatienten, bei denen steht da noch gar keine Indikation zu handeln, oder? So würde ich das machen. Es gibt auch bei Omikron doch eine Besonderheit gegenüber von Delta. Die Viruslast steigt deutlich schneller an. Sie haben schon am dritten Tag nach Infektion, wir wissen das relativ genau aus den häuslichen Kontakten. Also die Menschen, die jemand zu Hause haben, der erkrankt ist, die primär einen negativen Test haben und dann steigen sie in der Kontrolle an. Da hat man einen Virusanstieg innerhalb von 3 Tagen, hat schon am dritten, vierten Tag ein Maximum. Aber das ist am fünften, wenn die dreifach Geimpften hier klar im Vorteil sind. Okay. Dann gibt es ja noch die Patienten, die zum Beispiel B-Zell-depletiert sind oder eine fortgeschrittene HIV-Infektion haben und das Virus tatsächlich nicht loswerden über Wochen bis Monate. Mhm. Denen würden Sie auch den Antikörper geben bei negativen Antikörper in einer normalen Dosis? Ich werde immer gefragt, soll man denen gleich alles gleichzeitig geben? Das macht mir kein gutes Gefühl. Wir geben primär den Antikörper. Wenn wir keine Reduktion der Viruslast sehen, starten wir eine antivirale Therapie. Da würde ich tatsächlich das Remdesivir so ein bisschen vorziehen. Wobei, wenn das Paxlovid kommt, das hat schon einen sehr überzeugenden Wirkungsmechanismus und hat wirklich gute Daten in den klinischen Studien gezeigt, aber natürlich nicht in der Patientengruppe, über die Sie gerade geredet haben. Okay, gut. Welche Fragen gibt es noch? Ich kann ja mal gucken, was der Chat sagt. Oder ja, Verkürzung des genesenen Status nach der Omikron-Infektion. Also das sage ich Ihnen nur eine persönliche Meinung. Ja, gibt es eine heftige Kontroverse. Dazu gibt es überhaupt keine Daten. Und wieso man das so festgelegt hat, RKI-seitig, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Wenn man das mal auf eine reine Evidenz bringt, auch wenn man das nicht gerne sagt, der beste Schutz vor Omikron ist, Omikron krank gewesen zu sein. Denn dann bekommt man eine Omikron-spezifische Immunität und der Vorteil der Erkrankung gegenüber der Impfung besteht immer darin, dass man auch eine mukosale Immunität bekommt. Die hält nicht unendlich lange an, aber die ist vorhanden. Warum jetzt nach Omikron die Immunität kürzer sein soll als nach anderen Infektionen und warum sie für normale Menschen kürzer sein soll als für Bundestagsabgeordnete, das erschließt sich mir nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass sie kürzer ist, aber wir haben nun diese Regelungen, mit denen wir in irgendeiner Weise leben müssen. Was so ein bisschen unglücklich mit Omikron ist, wenn Sie Omikron erkranken, kriegen Sie eine relativ schlechte Immunitätsboosterung gegen die anderen Varianten. Also Omikron ist jetzt kein guter Schutz gegenüber Delta oder Alpha. Und welche neuen Varianten kommen, wissen wir natürlich auch nicht. Und deshalb ist das Impfen schon die beste und insgesamt im Gesamtportfolio eindeutig zu bevorzugende Lösung. Also ich bin kein Freund von Omikron-Partys. Insbesondere, weil man ja nicht weiß, ob die schwere Delta-Infektion verhindert wird. Ich meine, die normale Delta-Infektion verhindert ja die schwere Omikron-Infektion, geht man ja davon aus. Ne? Also genau. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich habe alle meine Fragen gestellt. Jetzt haben wir natürlich viele Chats. Ich weiß nicht, ob wir was gesehen haben. Ja, ich habe gesehen, wenn man Antikörpertherapie gemacht hat, wann soll man dann impfen? Wir haben ja im Moment nur das Sotrovimab und ein Regeneron-Antikörper noch aus der Vergangenheit. Da sollen Sie bitte nicht innerhalb der ersten 4 bis 6 Wochen impfen.
Die offizielle Empfehlung ist, nach 3 Monaten zu impfen. Man kann das natürlich bei den Immunsupprimierten ein bisschen nach vorne legen. Also persönlich würde ich sagen, frühestens nach 6 Wochen, am besten nach 8 bis 12 Wochen. Wie er schon gesagt hat, ich glaube, die antiviralen Medikamente wirken nur in der viralen Phase, die ja bekannterweise maximal nach 7 Tagen wahrscheinlich keine Wirkung mehr hat, oder bei Patienten, die eine dauerhafte Replikation haben, wie auch gerade schon mal beschrieben. Gut, dann kam mir noch eine Frage. Bis zu welchem Antikörpertiter geben Sie Sotrovimab? Das zielt natürlich darauf hin ab. Ich habe einen Patienten, der geimpft ist und hat vielleicht einen gewissen Impferfolg, aber ja nicht gegen Omikron. Man weiß ja, man braucht neutralisierende Antikörper in einer 40-fachen Dosis wie vorher. Ist das wirklich so, dass das ein negativer Antikörperspiegel sein muss für Sotrovimab, oder wie handhaben Sie das? Ja, je nachdem, welchen Test Sie benutzen, die sind ja leider in ihren Grenzwerten unterschiedlich. Also je nachdem, welchen Test Sie benutzen, richten wir uns nach dem Grenzwert. Wenn das unter dem Grenzwert ist, auch wenn ein Nachweis möglich ist, oder wenn Sie ganz gering über dem Grenzwert liegen, schließt das die Antikörpertherapie nicht aus. Aber wenn Sie im Bereich des 10- bis 100-fachen sind, würde ich das nicht mehr tun. Hier ist noch eine Frage zum Omikron-angepassten Impfstoff. Das, sage ich mal, ist so eine Art von Nobelpreisfrage. Aber nicht für den Medizin, sondern für den Wirtschaftsnobelpreis. Die Situation ist vertrackt. BioNTech geht jetzt mit Omikron-angepasstem Impfstoff in erste klinische Studien. Aber es ist gar nicht so einfach, klinische Studien durchzuführen. Denn sie brauchen impfnaive Menschen, die sie dann gegen eine Kontrollgruppe, also den alten Impfstoff, testen. Die müssen sie jetzt erstmal finden für klinische Studien. Denn die, die sich impfen lassen, nicht impfen lassen, lassen sich ja auch schwierig in Impfstudien einschließen. Das schließt sich ja fast aus. Und dann gibt es noch überhaupt keine Einigung darüber, wie eigentlich das Zulassungsverfahren für solch einen angepassten Impfstoff sein soll. Und die europäische Zulassungsbehörde hat sich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht entschieden, ob sie eigentlich einen Omikron-angepassten Impfstoff zulassen will. Und die Begründung ist eine ganz einfache. Bis dieser Impfstoff zugelassen ist, sind wir im Frühjahr, Sommer, und dann ist die Omikron-Welle abgeklungen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir solch einen Omikron-angepassten Impfstoff, der dann gegen die klassischen anderen Varianten eher eine schlechtere Immunantwort macht, ob wir den überhaupt noch haben wollen und überhaupt noch brauchen. Also im Moment ist da an allen Ecken gebremster Scham. Und für diese Frühjahrswelle werden Sie mit Sicherheit keinen angepassten Impfstoff bekommen. Und auch keinen brauchen, muss man ja sagen. Der Impfstoff reicht brauchen. Ja, dass wir nicht auf Intensivstationen landen. Ja. Und also ich denke, meine Erwartung ist, man weiß bei SARS-CoV-2 nie, was passiert, aber meine Erwartung ist, dass wir, sagen wir mal, ab Ende März, Mitte Ende März, einen relativ entspannten Frühling-Sommer verbringen, und dann ist unklar, was zum Herbst hin passiert. Okay, das sind doch schon gute Worte zum Abschluss. Ja, Professor Welte, wieder vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr ausführlich, und wir haben, glaube ich, fast alle Fragen beantworten können und bestimmt dem einen oder anderen geholfen, um zu verstehen, wie man jetzt eigentlich vorgeht, wenn die Patienten kommen. Super. Dann haben Sie noch was? Ich habe nichts. Ja, ich danke Ihnen immer, Herr Scharf. Sehr gerne. Eine Freude, in Ihrem Pneumo-Café zu sein, und immer wieder gerne, wenn es neue Entwicklungen gibt. Sehr gerne, ich rufe wieder an. Herr Welte, dann schönen Abend, und ich beende hiermit die Veranstaltung, und allen anderen auch. Schön, dass Sie alle da waren. Und schönen Abend und ein bisschen Hoffnung. Also im Frühjahr sollten wir das Leben wieder anfangen. Ja, Ende März haben wir schon gesagt. Ja, im März. Ende März. Okay. Ja, ist ja kalendarisch beginnend. Ja, stimmt. Ja. Okay, gut, dann tschüss, schönen Abend. Tschüss.